Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Ling aus Dorsten. Wir haben heute den 10. März 2020. Ich habe heute eine Pressemitteilung geschrieben, Hate Speech und Hitler. Hate Speech oder wie man das früher noch nannte, Beleidigung, ist ja in der letzten Zeit ein immer häufigeres Thema. Also die Politiker, die Richter fordern eine immer häufigere, eine immer öftere und vor allem eine immer strengere, schwerere Bestrafung für Hate Speech. Und überall werden Tipps gegeben und Anleitungen und Aufhetzungen, müsste man eigentlich sagen, wie man sich gegen Hate Speech zur Wehr setzen kann, wie man Hate Speech niederdrücken kann, wie man die Hater, also die Hassredner, die Hassprediger und so weiter, mundtot machen kann. Und auch eben vor allem machen soll. Hate Speech und Hitler, wie war das denn mit der Hate Speech, also mit Beleidigung, mit Hass, mit Gehässigkeit, mit Hetze in der Zeit des Nationalsozialismus? Ich habe mal exemplarisch aus drei Büchern zitiert. Das erste, Verräter oder Märtyrer, Dokumente katholischer Blutzeugen, der nationalsozialistischen Kirchenverfolgung geben Antwort von Franz Kloth. Nationalsozialistische Kirchenverfolgung, also wer dazu jetzt keine Ahnung hat, muss sich eben auch informieren, dass die Kirche von Hitler verfolgt wurde. Wissen manche nicht, anscheinend glauben manche, dass die Kirche eigentlich schuld war an der Judenverfolgung im Nationalsozialismus, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Also es gab eine Kirchenverfolgung und da wurde zum Beispiel der Pfarrer Josef Müller vom Volksgerichtshof unter dem Vorsitz von Dr. Roland Freisler zum Tode verurteilt. Und da heißt es, Josef Müller, ein katholischer Priester, hat zwei Volksgenossen erzählt, ein Verwundeter habe als Sterbender gebeten, die noch einmal zu sehen, für die er sterben müsse. Da habe man das Bild unseres Führers rechts, das des Reichsmarschalls links, neben ihn gestellt und da habe er gesagt, jetzt sterbe ich wie Christus. Hierdurch und durch andere zersetzende Bemerkungen hat er unsere Kraft zum Volkseinsatz für den Sieg angenagt. Hierdurch ist er für immer ehrlos geworden, er wird mit dem Tode bestraft. Das war also die Verurteilung von Josef Müller, der wurde auch hingerichtet. Dann zweites Beispiel. Ich hatte früher einmal eine Seite, die hieß Kirche zum Mitreden und da habe ich angefangen. Ich wollte es eigentlich fortsetzen, aber aus urheberrechtlichen Gründen habe ich dann davon Abstand genommen. Habe ich angefangen, dieses Buch von Pater Johann Maria Lenz zu veröffentlichen. Und zwar Christus in Dachau. Was 2600 Geistliche aus 134 Diözesen und 24 Nationen im KZ Dachau erlebt und erlitten. Mehr als 1000 getötet. Wer könnte achtlos daran vorbei? Anscheinend weiß keiner mehr, dass Priester im KZ waren. Also man hat vielleicht noch Pater Maximilian Kolbe aus Auschwitz mal gehört oder so, aber Die eigentliche Problematik ist ja heute da völlig unbekannt oder völlig verzerrt eigentlich. Nun gut, also aus diesem Buch habe ich mal die Anfangskapitel schon mal komplett wiedergegeben, aber dann eben aufgehört, ich glaube nach dem zweiten oder dritten Teil oder so, ziemlich am Anfang. Und also Pater Johann Maria Lenz war ein Weltgeistlicher, Pater bedeutet ja auch nur Priester. Der war also mehrfach vorher in Kerkerhaft, wurde dann später nach Dachau transportiert, inhaftiert. Und der Schutzhaftbefehl von 1939 und 1940, ist derselbe Text, beides mal unterschrieben von Reinhard Heydrich, da heißt es, er, also Pater Lenz, gefährdet nach dem Ergebnis der staatspolizeilichen Feststellung durch sein Verhalten den Bestand
und die Sicherheit des Volkes und Staates, indem er dadurch, dass er führende Männer der Bewegung gröblichst beleidigt, zu der Befürchtung Anlass gibt, er werde weiterhin sein staatsfeindliches Verhalten fortsetzen und das Vertrauen der Bevölkerung zur Regierung und Parteiführung zu erschüttern versuchen. Aha, also wer andere gröblichst beleidigt, der muss bestraft werden, Kerker, KZ, also die ganze volle Ladung. Zweites Beispiel, wie gesagt, Pater Lenz, auch ein ziemlich bekanntes Buch, wurde sehr häufig aufgelegt. Das hier ist zum Beispiel die 6. Auflage, glaube ich, von 1957, aber gab noch spätere Auflagen. Und letztes Beispiel jetzt für diese Pressemitteilung ist also Pater Rupert Meyer, auch ein sehr bekannter Priester, Jesuitenpater. Und darüber hat Otto Gritschneider, Rechtsanwalt, ein Buch geschrieben, Ich predige weiter, Pater Rupert Meyer und das Dritte Reich. Und da ist also die Anklage von Alfred Resch vom von der Anklagebehörde beim Sondergericht München, dass er wird beschuldigt wegen hetzerischer Äußerungen. Also die Anklageschrift ist hier vollständig und das besonders Schöne, finde ich, an dem Buch ist, dass Gritschneider nicht nur den Fall sehr ausführlich dokumentiert und erläutert, sondern auch aufzeigt, was später, also nach der Kapitulation der Wehrmacht, am 8. Mai 1945 passiert ist. Ja? Diese ganzen Justizbonzen, wie ich jetzt beinahe gesagt, Justizangestellten, die haben den 8. Mai 1945 noch erlebt und überlebt. Also Freisler und Heydrich waren ja schon vorher gestorben. Also Freisler beim Bombenangriff und Heydrich beim Attentat oder infolge eines Attentats. Aber hier diese ganze Truppe da, die gegen Pater Rupert Meyer zu Felde gezogen ist, die hat überlebt und hat noch Karriere gemacht. Und Gritschneider nennt da so ein paar Beispiele, was für tolle Karrieren diese Leute noch gemacht haben. Gut, wer das Buch jetzt nicht hat. Ich habe also festgestellt, dass der Spiegel anlässlich der sogenannten Seligsprechung von Pater Rupert Meyer, also das war durch Vatikan II, ich bin Sedisvakantist, also das ist jetzt ein anderes Thema. Aber bei der angeblichen Seligsprechung von Pater Rupert Meyer hat der Spiegel 1987 auch noch einen Artikel veröffentlicht, der auch noch im Internet zu finden ist, auch ein ziemlich langer Artikel. Und da heißt es eben, wir haben jetzt einen rechtskräftig vorbestraften Seligen. Und was hat Pater Meyer gesagt? Er hat zum Beispiel, das wird also im Spiegelartikel auch zitiert, er hat solche Hetzschriften wie den Stürmer als ekelerregend bezeichnet. Und da meinten denn die ganzen Justizangestellten, sowas könnte der Staat, dürfte der Staat nicht hinnehmen. Kommt einem das bekannt vor? Ja, natürlich. Also wer heute in der BRD Schwierigkeiten hat wegen Beleidigung, Hate Speech, Gehässigkeit, Hetze, Hass, wie man das immer nennen möchte, das war damals Willkür und das ist heute auch Willkür. Ja? Ich zitiere häufig das Wort von Bert Steffens, es gibt in Sachen Beleidigungsjustiz keine Rechtsprechung, sondern nur Unrechtsprechung, weil es nicht definiert ist. Und in dem Spiegelartikel steht hier, diese Verhetzungsbehauptung wäre beliebig interpretierbar und genauso ist das. Beleidigungsjustiz ist nicht definiert im Strafgesetzbuch. Hate Speech, der Begriff kommt da gar nicht vor. Ja? Wenn jemand kritische Bemerkungen macht, selbst wenn er Metaphorik benutzt, also Metaphern benutzt. Ja? Wenn er zum Beispiel Begriffe benutzt wie Schlangenbrut, Natterngezücht. Ja? Wenn das ein Fundamentum in re hat, wenn das also etwas Klares aussagt und das berechtigt ist, dann muss man es auch hinnehmen. Und wenn das nicht berechtigt ist, dann fällt das eigentlich auf den Betreffenden zurück. Ja? Wenn es Falschaussagen sind, ist wieder was anderes.
Aber hier solche Metaphern und berechtigte Kritik, ja, muss erlaubt sein. Ja? Und man muss sich darüber im Klaren sein. Also diese Leute, die Nazis, die da groß den Staat oder das Volk geschützt haben vor Beleidigung, vor Hate Speech, vor Hetze, vor Gehässigkeit und so weiter und so fort, vor Heimtücke, ja, die haben dann in der BRD noch Karriere gemacht. Also, sobald es heißt Beleidigung, Urteil, ja, man denke zum Beispiel an die Verurteilung von Lebensschützern. Ich wurde auch verurteilt, weil ich an das Lebensrecht von Kindern im Mutterleib erinnert habe. Wenn man hört Beleidigung, äußerste Vorsicht.